Der Wirtschaftskalender für Freitag ist dicht, also bleiben Sie dran, um mehr zu erfahren. Zunächst wird um 5.45 Uhr die Schweizer Arbeitslosenquote für März bekannt gegeben. Im Februar blieb die Arbeitslosigkeit unverändert bei 3,4% saisonbereinigt. Die deutsche Handelsbilanz für Februar liegt um 6 Uhr vor. Ein Überschuss von 18,9 Milliarden wurde im Januar erfasst, weniger als 20,3 Milliarden im Vormonat. Um 6.45 Uhr folgen die französischen Industrieproduktionszahlen für Februar. Im Januar stieg die Produktion um 1,3% und glich den Dezemberrückgang völlig aus. Der Schweizer Verbraucherpreisindex für März erscheint um 7.15 Uhr. Der VPI erreicht im Februar 99,8, um 0,2% mehr als im Vormonat. Die Februar-Statistiken für britische Industrieproduktion werden um 8.30 Uhr veröffentlicht. Im Januar wurden die Marktschätzungen übertroffen und dies war der erste monatliche Anstieg nach drei rückläufigen Monaten. Zugleich erscheint die britische Handelsbilanz für Februar. Das britische Handelsdefizit stieg im Januar auf 10,3 Milliarden und der Markt erwartet keine Veränderung. Statistiken zu kanadischen Baubeginnen im März werden um 12.15 Uhr veröffentlicht. Der saisonbereinigte Jahresanstieg machte im Februar 213.000 Einheiten aus, mehr als das Plus von 165.000 Einheiten im Januar. 15 Minuten später wird die kanadische Arbeitskrafterhebung für März veröffentlicht. Die Beschäftigung blieb im Februar so gut wie unverändert, während die Arbeitslosenquote um 0,1% den zweiten Monat in Folge stieg. Und die Großhandelswarenbestände in den USA im Februar schließen den Kalender um 14 Uhr ab. Im Januar nahmen die Bestände um 0,3% zu nach dem wachstumslosen Dezember. Ich bin Celeste Skinner und das war der Wirtschaftskalender für Freitag. Unser nächster Kalender ist den Nachrichten vom Montag gewidmet. Auf Wiedersehen.